Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ich bewerte eure Zoos. Und der heutige Zoo, der kommt vom guten, der Dino-Metzger. Und der schreibt natürlich auch was dazu, nämlich schreibt er: Hallo lieber Dandy, hiermit sende ich dir meinen Zoo namens Dandy Zoo. Ich weiß, nicht sehr einfallsreich. Ich hoffe, er gefällt dir, da ich mit einigen Details gearbeitet habe. Bisher habe ich schon circa 24 Stunden an dem Zoo gearbeitet, er ist jedoch noch lange nicht fertig. Ich wünsche dir und den Zuschauern einen wunderschönen Tag und hoffe, die 24 Stunden Arbeit haben sich gelohnt. Vielleicht findest du ja auch die drei Panda-Figuren, die ich versteckt habe. Liebe Grüße, der Dino-Metzger. Er hat sogar ein kleines Quiz für uns eingebaut, also wir müssen drei Panda-Figuren finden. Ich bin sehr gespannt und ich würde sagen, wir starten jetzt direkt in den Dandy-Zoo. Und da sind wir auch schon im Dandy-Zoo vom Dino-Metzger. Er hat sogar den Speicherstand genau an dieser Stelle hier gespeichert. Das ist sehr praktisch, weil dann werde ich nicht so ein bisschen gespoilert, wie es aussieht, weil sonst muss ich ja immer selber in den Eingang reinfliegen. Solltet ihr vielleicht immer machen in Zukunft, ist aber auch nicht mega wichtig. Also ich schaue dann einfach nicht hin, wenn ich hier reinfliege. Aber so habe ich jetzt rein gar nichts von dem Zoo gesehen. Und ich würde sagen, wir starten direkt in dein Zoo. Ich bin sehr gespannt. Ist ja quasi mein Zoo, der Dandy-Zoo. Diese ganzen Leute. Aber sieht ja schon mal sehr schön aus. Da sieht man schon das erste Mitarbeitergebäude. Da, direkt enttarnt. Guck mal, hier hast du auch was. Wir müssen ja uns auch ein bisschen umschauen wegen der Panda-Figuren. Aber es ist cool, dass du hier auch so Details eingebaut hast. Nicht schlecht. Hier hinten kann man das natürlich noch ein bisschen mehr zubauen, aber das wirst du sicherlich noch tun. Oh, guck mal, hier hast du auch solche Figuren. Ach, wie süß. Das muss ganz schön anstrengend sein, so eine Hecke zu schneiden. Ja, ist doch schon mal sehr schön. Hier rechts geht sogar auch rein, aber das ist ein Mitarbeiterweg. Achso, der geht zu der Wasserversorgungsstation. Vielleicht kannst du die ja trotzdem noch so ein bisschen einbauen, dass man nur diesen Kasten hier sieht oder sowas. Das wäre, glaube ich, ein bisschen schöner. Und dann geht es hier direkt über eine Brücke. Und dann geht es erst in den Eingang. Ah, ich verstehe. Richtig cool. Auch hier die Laternen auf den Baum fehlen. Immer ein bisschen schneller. So, da ist es. Dann die Zoo. Kann man die eigentlich einfärben, diese Figuren? Ich weiß es gar nicht. Halt alles sehr weiß, ne? Vielleicht hättest du auch die Schrift oder so einfärben können ein bisschen. Ne, die Skulpturen kann man leider nicht einfärben. Das ist Kalkstein. Ne, die auch nicht. Die auch nicht. Aber die Buchstaben hättest du vielleicht einfärben können. Aber geht eigentlich auch in weiß. Passt schon. Hier haben wir auf jeden Fall... Ah! Nummer 1 gefunden. Da. Erste Panda-Figur. Auf der Seerose. Hier haben wir auf jeden Fall einen wunderschönen kleinen Fluss. Ich glaube, es wird sogar noch cooler aussehen, wenn du den noch weiterführst, den Fluss irgendwann. Hast du wahrscheinlich auch geplant, gehe ich mal von aus. Aber sehr schönes Design hier mit diesem Schilf und den Seerosen hier. Sieht schon sehr toll aus. Und eine coole Idee hier, so einen kleinen Panda-Bären draufzusetzen. Du hast sogar das sogar ein bisschen schräg hier gemacht, dass es so aussieht, als wenn der Gewicht auf das Seerosenblatt ausübt und dir so ein bisschen im Wasser ist. Finde ich eine sehr coole Idee. Also wirklich sehr detailreich. Ansonsten sehr schöne Bepflanzung auch mit den Palmen und so. Sieht schon sehr nice aus. Das da hinten ist ein Affe, das ist kein Panda. Da auch. Oh, sehr schön. Und jetzt geht's hier in dein Zoo. Ein wunderschöner Eingangsbereich. Vielleicht hier noch ein bisschen das Ganze farblich gestalten. Ich finde das sehr schade, dass man diese Figuren nicht einfärben kann. Weil weiß ist halt immer, ja weiß ich nicht, sieht immer so ein bisschen unfertig aus, finde ich. Aber hier sehr schön gemacht, den Eingang. Auch mit diesen Lianen, die hier runterkommen. Sieht schon nice aus. Und jetzt sind wir erst in deinem Zoo. Oder im Dandy Zoo. Ey! Die ihn gesehen? Was wollte er denn? Das ist schon schön. Hier ist auf jeden Fall ein dickes, fettes Schild, dass man hier nicht lang gehen soll. Hier ist wahrscheinlich der Mitarbeiterbereich. Ja, da gehen wir auch nicht lang. Ist halt nicht für unsere Augen bestimmt. Und dann kommen wir hier auf einen großen Platz. Und hier sieht man schon, es soll später in mehrere Bereiche dann gehen. Richtig cool. Hier geht es dann in den Asia-Bereich. Hier vorne geht es in den Big Rock-Bereich. Der ist aber auch noch nicht angefangen. Uns erwartet, glaube ich, jetzt erstmal nur der... Oder das African Adventure. Sehr cool. Finde ich eine tolle Idee, dass du es so mit solchen Eingangsbereichen hast und direkt hier von diesem großen Platz sozusagen dich aus- oder entscheiden kannst, in welchem Bereich du gehen willst. Finde ich mega nice. Hier in der Mitte hast du auch nochmal einen sehr schönen Platz gebaut mit so ein paar Wölfen drin. Oder Wolfsfiguren. Cool. Nice Sache. Wir sollten vielleicht nachher auch mal bei Nacht gucken, weil er hat relativ viele Laternen benutzt, was ich auch mal sehr gut finde. Dann gehen wir mal nach Afrika, würde ich sagen. Und ein Schlückchen Cappuccino, während wir hier langlaufen. Ah, jetzt bin ich bereit. So, Freunde, was haben wir denn hier?
Afrika ist natürlich immer so das Beste zum Bauen, weil ich glaube, die meisten Tiere von Planet Zoo kommen tatsächlich aus Afrika. Okay, wir gehen hier auf jeden Fall direkt hoch und haben hier zu unserer Rechten das erste Gehege. Mal schauen, was wir da finden. Oh, Kaffernbüffel. Richtig cool. Die habe ich, glaube ich, jetzt auch zum ersten Mal gesehen hier in Ich bewerte eure Zoos. Nice, gefällt mir. Ja, solides Gehege. Im Hintergrund kannst du es natürlich noch ein bisschen ausschmücken, aber bist du wahrscheinlich zeitlich noch nicht zugekommen. Hier die Felsen kannst du vielleicht auch noch ein bisschen mehr Zeit rein investieren, aber das ist alles halb so wild. Denke mal, das wird noch ziemlich cool werden. Hier hast du das schon sehr schön gemacht mit der Felsarbeit. Sieht nice aus. Und auch hier das Wasser, was sich hier einmal quer durchs Gehege schlängelt, finde ich sehr gut. So, was haben wir hier zur Linken? Oh, hier hast du schöne Felsarbeit gemacht. Oh ja, das sieht nice aus. Wenn man sich das hier anguckt, das sieht schon sehr, sehr gut aus. Auch hier ein Wasserfall. Und da sehen wir Zebras. Wir gehen mal ein bisschen weiter. Boah, sind hier viele Leute. Oh mein Gott. Okay, hier unten sind auf jeden Fall Zebras. Lasst mich mal durch, Jungs. Hier einen besseren Blick auf das Gehege kriege. Ja, ich denke mal, hier wirst du auch noch alles später so ein bisschen verkleiden. Aber da hinten sieht das schon sehr, sehr gut aus. Und Zebras sind ja auch süße und tolle Tiere. Ich habe mir gar nicht durchgelesen, ob ihr in die Kommentare geschrieben habt, warum die diese Muster haben. Muss ich mal unbedingt noch nachholen. Weil mich das wirklich sehr interessiert. Sind schon witzig, ne? Habt ihr gerade auch das Geräusch gehört, was die machen? Mega lustig. Das ist auch ein schönes Gehege. Nice aus. Ja, sehr, sehr schön. Und hier genauso. Finde ich auch cool. Hier hast du sogar nochmal so einen Vorsprung gemacht. Und ich finde, hier kannst du, glaube ich, nochmal so ein bisschen beigehen. Aber hier unten ist eine coole Idee, dass du hier dieses Schlammbad direkt hier vorne hast. Da hat man dann eine mega gute Sicht. Leider sind die gerade alle da hinten. Wer hättest du das Fressen auch hier vorne hin machen sollen? Na, vielleicht wollen die auch einfach mal in Ruhe fressen. Ist auch gar keine schlechte Idee. Hier hast du auch so Felsen gemacht. Aber da können die nicht rüberlaufen, oder? Kann ich mir nicht vorstellen. Die können doch wahrscheinlich auch schwimmen, oder? Ja, guck mal da. Er hat auf jeden Fall keine Scheu vor Wasser, so wie es aussieht. Die gehen da easy durch. Fehlen nur noch die Leistenkrokodile in dem Gehege. So, dann geht's hier weiter. Hier ist auch immer schön diese... Heißen die nochmal Bananenbaum oder so? Affenbrotbaum, genau. Affenbrotbäume gemacht. Sind ja auch wunderschön, ne? So einen habe ich noch nie in echt gesehen. Aber die gibt es ja in Europa auch nicht. Hier hast du wieder so einen Mitarbeitereingang. Und dann kommen wir hier zum nächsten Gehege. Oh, hier geht's auch links ab. Wollen wir hier mal links abgehen? Ja, wir gehen mal links ab. Oh, was ist denn da? Ich glaube, das ist der König der Löwenfelsen, ne? Und hier ist ein Tier gefangen. Ich glaube schon, cool. Das heißt, da hinten wird es wahrscheinlich Löwen geben. Sorry, wenn ich ab und zu stehen bleibe, dann trinke ich irgendeinen Schluck. Hey, Leute, aus dem Weg. Hier hast du auf jeden Fall... Was ist denn hier drin? Ah, da sind Gorillas, glaube ich, drin. Ist das ein Stromzaun hier? Ich glaube schon, ne? Da oben mit diesen Dingern. Hä? Dann gehen wir doch mal gucken. Ja, hier sind die coolen... Wie heißen die nochmal? Irgendwie Westland-Gorilla oder so. Mega nice, wie er da sitzt. Das ist so krass, ne? Wie muskulös die sind. Hast du ja auch alles drumherum mit Wasser abgesichert. Ich glaube, Gorillas trauen sich auch gar nicht durchs Wasser. Ich glaube, so ein Wasser würde schon eine natürliche Barriere für den bilden. Aber man kann natürlich nie auf sicher genug bauen. Also so ein Stromzaun kann ich schon verstehen. Vielleicht hättest du hier noch so ein bisschen den Zaun abrunden können. Finde ich immer ein bisschen schöner, als wenn es eckig ist. Hier haben wir sogar Vivarien. Was haben wir hier? Ja, mit denen kenne ich mich nicht aus. Sieht aber aus wie so eine Otter oder sowas. Puffotter, ja. Ich war sogar richtig. Hier haben wir auf jeden Fall die Puffotter. Gehen wir zum nächsten Vivarium, was wir da haben. So, mal sehen, ob wir das hier finden, das Tier. Können wir sogar reingehen. Da ist es, oder? Hat sich da was bewegt? Nee. Na, wo steckst du denn? Echt schwer in diesen Vivarien die Tiere zu finden. Ah, hier haben wir nur einen Skorpion. Kein Wunder, dass ich den nicht finde. Mal kurz hier. Ist der überhaupt da drin? Die sieht man gar nicht bei den Vivarien, ne? Gehege, kann man die auch anzeigen lassen? Aber es gab doch irgendwie einen Trick, wie man die sieht. War das nicht hier? Tiere? Leuchten die jetzt? Ich habe keine Ahnung, Leute. Also ich glaube, den Skorpion kriegen wir heute nicht zu Gesicht.
Ich finde ihn zumindest gerade nicht. Vielleicht habt ihr ihn ja sogar gesehen. Ich glaube, das sind diese fertigen Afrika-Gebäude, oder? Wohl nicht. Ich glaube, die hast du selber gestaltet. Bin mir gerade unsicher. Sieht aber cool aus. So, und hier haben wir noch ein drittes. Oben Wasser? Nee, hier ist das vierte. Ah, hier ist das dritte Vivarium. Und ich sehe sogar schon die Tiere. Hier sind so Schnecken drin. Cool. Wie heißen die? Na, komm schon. Echte Achatschnecke heißen die. Okay. Gut zu wissen. Wir gehen mal weiter zum nächsten Vivarium. Hier stehen die Leute auch nicht so im Weg. Und da habe ich auch direkt das Tier gefunden. Den hatten wir schon öfter. Das ist die Gila Krustenechse. Vielleicht werde ich es mir irgendwann mal merken. Aber es ist cool, wie sie da über Kopf hängt. Kann man auf jeden Fall sagen. Wir gucken nochmal von hier. Ja, so eine Echse hätte ich ja auch gerne zu Hause, ne? Muss ich sagen. Aber die muss man dann immer mit so Heuschrecken und so füttern. Ich glaube, das wäre... Weiß nicht, ob ich das so nice finden würde. Geht's hier noch weiter? Oh, tatsächlich, aber nur ein Mitarbeitereingang. Okay, dann haben wir die Ecke hier gesehen. Sehr schön. Das sieht schon alles sehr, sehr gut aus. Du hast aber echt viel mit diesen Affenbrotbäumen gearbeitet. Ich glaube, du musst hier unten dann noch so ein bisschen mehr Büsche und so hinmachen. Damit das, Ich glaube schon. Also, ich glaube, das wird besser aussehen, wenn du um den Baum herum noch so ein paar Büsche machst. Aber das ist nur meine private Meinung so. Geschmackssache. Ich gehe mal rein in das Gorilla-Gehege. Schauen wir doch mal. Auf jeden Fall auch sehr schön gestaltet. Einen ganz anderen Stil. Aber bis jetzt sind alle Gehege relativ flach von dir. Also vielleicht solltest du auch in den Gehegen noch so ein bisschen Hügel und Huggel und so einbauen. Oh mein Gott. King Kong, ey. Habt ihr die Zähne gesehen? Alter Schwede. Das ist aber auch ein Brecher, ne? Wer wiegt denn so ein Gorilla? Interessiert mich ja gerade mal. Wir schauen das mal nach. Wikipedia. Vom Aussterben bedroht. 140 Kilo. Eieieiei. 41 Jahre werden die alt. Nicht schlecht. Und die pöbeln da hinten schon rum mit den Kartons. Die Junge ist ganz ruhig. Das sind Männchen. Das sind die Weibchen, ne? Boah, das hat schon gekämpft. Ich fühle mich gerade wie im Film Planet der Affen. Ah! Look at this! Nummer 2 gefunden, im Gehege. Cool, ich hoffe, ich finde den dritten jetzt auch noch. Ja, wir könnten auch noch hier komplett hochklettern, machen wir jetzt aber nicht. Hier, den zweiten haben wir auch gefunden. Ich habe jetzt auf jeden Fall den Anreiz, den dritten Panda zu finden. Haltet die Augen offen, Leute. Wo gehen wir denn jetzt als erstes lang? Ich biege mal hier ab. Hier geht es nämlich auch nochmal weiter. Hat dir auch viel Mühe gegeben hier. Du hast ja die ganzen Geländer und so selber platziert. War bestimmt echt viel Arbeit. Er ist auch mega gut gelaunt, was er für Sounds macht. Ich Frisur, what the fuck? Okay, das war mal eine krasse Frisur. So, wo gehen wir denn hier hin? Ah, hier sind Toiletten. Sehr schön. Ja, die ist auch schön versteckt. Hier gibt es noch so ein paar Läden. Ein bisschen Deko und so. Wir müssen auf jeden Fall die Augen offen halten, wegen dem dritten Panda. Ich habe gerade echt den Anreiz, die zu finden. Ist so sehr schön dekoriert hier. Hier hast du nochmal so einen Platz in der Mitte gebaut. Und nochmal einige Läden. Hier sind dann nochmal ein paar Mitarbeiterläden. Okay. Aber bei Mitarbeiterläden hast du hoffentlich nicht die Panda platziert. Weil da werde ich wahrscheinlich nicht gucken. Ja, Leute, ihr wisst, wenn ich den jetzt nicht finde, ne? Dann muss ich gleich in der Third Person noch weitersuchen. Ganz klare Sache. So, wir gehen weiter. Weiß nicht, welches Tier hier drin ist, aber wir befreien das gleich auf jeden Fall. Klopft schon an. So, gucken. Ist auf jeden Fall ein großes Tier. Oh! Ist eine Giraffe. So. Und ein Elefant. Oh, das ist ein Mischgehege hier, wie es aussieht. Wir haben einen afrikanischen Elefant und eine Giraffe. Hm, die laufen auch direkt los. Oh, das ist echt ein großes Gehege. Oh mein Gott, die Giraffe. Das ist ein mega großes Gehege. Man sieht gar nicht, wo es endet. Also die haben auf jeden Fall mehr als genug Platz. Nicht schlecht. Hier an den Bergen kannst du natürlich auch noch so ein bisschen Felsen und so ein bisschen mehr machen, ein bisschen mehr begrasen und so. Aber bist du wahrscheinlich noch nicht zugekommen, weil das Gehege ist ja wirklich riesig. Also an so einem großen Mischgehege kann man auch wirklich ewig sitzen. Aber hast du auf jeden Fall hier schon mal eine sehr gute Aussicht geplant. Also man kann wirklich die Tiere überall richtig gut sehen. Ziemlich nice. Steht da? Ah, nicht füttern. Ah, okay. Ich verstehe. Es geht hier immer noch weiter. Wie krass ist das denn?
Hier sieht man dann immer noch die Tiere. Mega nice. Ich könnte mir vorstellen, dass der Panda vielleicht da drin ist. Sollen wir da mal reinspringen in das Gehege? Auf dieser Seite gibt es auch was zu sehen. Wir springen erstmal in das Gehege hier rein, Leute. Irgendwie habe ich gerade Lust dazu. Und dann gucken wir uns gleich das Löwengehege an. Das sieht man ja auch schon. Sprintet an die. Manchmal bleibt er irgendwie stehen. Ich weiß nicht, woran das liegt. Oh, vielleicht gibt es den auch hier. Hier ist auch nochmal. Ey, du hast aber auch wirklich viel Liebe zum Detail gemacht. Hier ist nochmal so ein kleiner Tümpel mit so einer Figur und so drin. Richtig nice. Also hast du echt viel Mühe gegeben. So, kommen wir dann hier irgendwo rein. Bin schon vorbeigelaufen. Ja, die Tür ist offen. So, wir sind drin. Schauen wir mal, ob wir hier noch weitere Tiere zu Gesicht bekommen oder den letzten Panda finden. Ich finde das mega cool, dass du so ein kleines Quiz eingebaut hast. Sind hier eigentlich nur große Tiere drin? Weil ich finde es eigentlich immer ganz schön, wenn man so Giraffen oder Elefanten oder sowas hat, dass man die kombiniert noch mit ein paar kleineren Tieren. Das finde ich immer ganz nice. Auch ein schönes Tier, ne? Wow, riesig. Oh, da hoppelt sie davon. Oh, hier ist auch schon eine kleine Mini-Höhle gebaut. Geht sogar das Wasser einmal durch. Richtig cool. Also ich glaube, du hast hier noch sehr, sehr viel geplant in Zukunft. Lass mir auch dein Zoo gerne nochmal einschicken, wenn du fertig bist damit. Würde ich mich sehr darüber freuen. Oh, guck mal, hier hinten sind noch mega viele Details, die man gar nicht sieht. Da musst du noch irgendwie für sorgen, dass die Gäste das auch sehen können. Hier hast du richtig viel eingebaut. Richtig schöne Wasserverläufe. Oh mein Gott. Das ist nice hier, das gefällt mir. Wenn du das noch an der Seite hier auskleidest mit Klippen, das sieht cool aus, dass das hier so schräg runterläuft. Richtig cool. Hier hast du mega viel mit Wasser gearbeitet. Geht ja überall Wasser runter. Das müssen wir uns gleich nochmal von oben angucken. Auf jeden Fall. Ich würde auch fast sagen, dass wir jetzt erstmal die Tour beenden. Oh Gott. Durch hier. Und dann gucken wir gleich von oben nochmal dieses Gehege genauer an. Weil das ist wirklich sehr, sehr groß. Ich verpasse hier wahrscheinlich viele Details aus der Besucherperspektive. Und ab durch die Tür. Und weiter geht's. Wo sind wir denn jetzt? Ach, jetzt sind wir hier. Okay. Hier geht's dann jetzt zu dem Löwengehege. Das ist auf jeden Fall den Felsen von König der Löwen. Kann gut sein, dass du den aus dem Workshop hast. Könnte ich mir gut vorstellen. Hm. Kann aber auch sein, dass du den selbst gebaut hast. Kannst du mal in die Kommentare schreiben. Wir gehen mal weiter hier. Ist auf jeden Fall cool, ne? Diesen König der Löwenfelsen zu haben. Und dann steht da oben hier der... Wie heißt denn der Affe nochmal? Ich weiß es gar nicht mehr. Und hält Simba hoch, wenn er gerade geboren ist. Mega nice. Das ist auf jeden Fall der erste Löwe. Und chillt er auch sein Leben. Da geht es auch einmal komplett drumherum. Also die Besucher haben wirklich eine sehr gute Sicht auf in deinem Zoo. Und dann kannst du sogar nochmal hier oben hochgehen und von hier auch nochmal schauen. Also das ist schon ziemlich krass gemacht. Nicht schlecht. Da ist auch ein Weibchen. Fällt mir sehr gut. Aber wir haben den letzten Panda noch nicht gefunden. Hier hinten musst du auf jeden Fall noch ein bisschen mehr dekorieren. Sieht sehr, sehr kahl aus. Leider noch. Na los, spiel damit. Biete und Show für YouTube. Jetzt ist deine Time to shine. Die Leute lieben Tiervideos auf YouTube. Wir machen 1 Million Klicks. Löwe spielt mit Karton, nennen wir das Video. Okay. Macht jetzt leider nichts Spannendes mehr. Da hinten ist auch nochmal ein schöner Wasserfall. Ui. Jetzt dreht er hier durch. Okay. Das ist auf jeden Fall keine 1 Million Klicks wert. Da hinten ist auch noch was. Es geht sogar noch weiter, glaube ich. Krass. Okay, für 24 Stunden bist du echt schon sehr weit gekommen und es sieht sehr, sehr gut aus. Kann man nicht anders sagen. Ist auch nochmal so eine Höhle und ein Wasserfall gebaut. Wo geht's denn hier überhaupt hin? Oh, geht's hier in den Tunnel? Oh mein Gott, okay. Wir gehen in einen Tunnel. Unterirdisch. Was sind wir denn hier? Oha. Oh mein Gott, wir sind unter... Wir sind im Wasser. Ich verstehe den Versuch, den du vorhattest, aber ich weiß gar nicht, ob das machbar ist, so einen Unterwassertunnel zu bauen. Man ist hier leider im Wasser, aber die Idee ist mega cool. Richtig nice Idee. Gibt es hier denn Tiere, die man sehen könnte? Oder habe ich einfach gerade Pech? Wie sich das anhört.
der Sound voll dumpf, weil wir unter Wasser sind. Ich sehe leider gerade auch keine Tiere. Aber mega coole Idee, so einen Unterwassertunnel zu bauen. Ah, hier geht's auch nochmal hoch. Auf der anderen Seite rausgekommen. Ah, und jetzt können wir das Ganze von oben sehen. Die Idee ist mega mit dem Unterwassertunnel. Vielleicht kannst du das ja nochmal so hinkriegen, dass das Wasser... Hier sind, glaube ich, auch keine Tiere drin, ne? Aber dass das Wasser nicht da unten durchkommt. Ich weiß gar nicht, ob das machbar ist. Ich wüsste jetzt so auf die Schnelle keine Idee dafür. Aber vielleicht kann man das machen. Also man kann ja so seitliche Unterwasser-Viewing-Galleries machen. Aber so einen ganzen Tunnel zu bauen ist... Ich wüsste jetzt nicht, wie es geht, weil du kannst das Wasser zwar mit so Barrieren abschirmen, also mit diesen Barrieren, aber du kannst das ja halt nicht oben bauen, so als Dach. Da kannst du ja nur dann solche Bauelemente nehmen und die schirmen ja kein Wasser ab. Ich glaube, das war bei dir dann auch das Problem. Dafür wüsste ich jetzt auch keine Lösung. Ich weiß jetzt nicht, ob hier Tiere sind. Wir gehen auf jeden Fall mal wieder in die normale Perspektive und schauen uns mal dein Zoo an und suchen den dritten Panda. Bin ich jetzt sehr gespannt. Vielleicht habt ihr ihn auch schon gesehen und ich habe ihn verpasst. Okay, das ist das Ganze hier von oben. Hier ist einmal das Wasser, hier ist der erste Panda. Eine richtig coole Idee mit dem Suchspiel. Hier ist der wunderschöne Eingangsbereich. Dann kommen wir hier zu den Kaffernbüffeln. Hier sind die Zebras. Schauen wir nochmal in das Gehege hier, ob wir den Panda hier finden. Kann ich mir aber irgendwie noch nicht vorstellen. Ah, hier ist sogar ein Unterschlupf drin. Das hat man gar nicht gesehen. Hier dieser Felsvorsprung. Ach, wie cool. Da können sich dann die Büffel nochmal zurückziehen. Auch vor den Blicken von den Leuten. Auf jeden Fall auch sehr nice. Hier der Panda. Ich hatte gerade ein bisschen der Ehrgeiz gepackt, den Panda zu finden, wenn ich ehrlich bin. Okay, hier wird er wahrscheinlich auch nicht sein. Das sieht schon cool aus von oben, ne? Du kannst natürlich hier am Wasserrand und so auch noch ein bisschen abglätten später. Damit das alles ein bisschen natürlicher aussieht. Oder mit Felsen halt das Ganze noch ein bisschen... überarbeiten, Entschuldigung. Nö, hier ist auch kein Panda. Hier war der zweite drin, ne? War das nicht hier? Ja. Hier ist der zweite Panda. Den haben wir auch gefunden. Und ein Gorilla im Busch. Sehr gut. Aber echt schon viele Gehege und Tiere gebaut. Finde ich cool. Hier ist dann nochmal dieser... Oh, da sind sogar Tiere drin. Ich habe sie nicht gesehen. Hippos sind hier drin. Aha. Hier sind sie sogar unter Wasser am Chillen. Schade, dass wir die gerade nicht gesehen haben durch den Tunnel. Hätte man sogar sehen können. Guck mal hier. Hier waren wir ja drin in dem Tunnel. Ach, schwierig, ne? Wir waren halt so. Vielleicht hätte man das ein bisschen höher machen müssen. Dass man so das sehen kann oder so. Dann hätten wir die, glaube ich, zu Gesicht bekommen. So, jetzt habe ich mich schon wieder voll ablenken lassen. Ist hier vielleicht der Panda? Panda, wo steckst du? Den jetzt leider auf die Schnelle auch nicht. Oh, ich will den finden. Gib mir keine Ruhe, Leute. So, jetzt sehen wir das große Gehege hier nochmal. Ich könnte mir vorstellen, dass die hier drin ist. Ist wahrscheinlich mega schwer platziert. Hier sind leider nur Elefanten und Giraffen drin. Aber da das Gehege so groß ist, kannst du sogar, glaube ich, noch einige andere... Afrika-Tiere dazu packen. Weil Elefanten und Giraffen sind ja relativ kompatibel, was das angeht, glaube ich. Können wir mal kurz gucken. Ja, ne? Genau. Strauße, Kaffernbüffel, Rappenantilope, Springbock, Zebra, Gazelle, Warzenschwein und ein Gnu kannst du dazu packen. Also da gibt es sicherlich einige Tiere. Wie viele Wasserfälle du hier gebaut hast. Mega cool. Schon nice. Und hier ist nochmal so eine richtige Höhle. Auch mit Wasser hier rein. Eine kleine Dusche. Ich glaube, hier bist du auch noch nicht ganz fertig. Das ist alles noch so ein bisschen am Anfang. Aber das sieht schon sehr cool hier aus, muss ich sagen. Natürlich auch sehr am Plätschern und so. Ja, vielleicht kannst du hier noch so ein bisschen diese Wasserdüsen unterpacken, weil es sieht irgendwie nicht so aus, als wenn hier Wasser unter wäre. Ist es ja auch nicht. An dieser Stelle hier schon. Aber hier kannst du sicherlich diese... wie heißen die denn? Diese Düsen nehmen. Entweder... Die hier kann man noch ganz gut verwenden. Die Stromschnellen Schaum. Die sind immer ganz praktisch. Die sehen noch so aus, als wenn da Wasser fließt. Oder halt diese anderen Dinger. Hier, Spritznebel. Die kann man ganz gut benutzen. Oder halt Wasserfall unten. Das geht sogar auch. Aber Spritznebel ist eigentlich besser. Aber es sieht schon cool aus. Das ist schon eine coole Idee. Also die Wasserverläufe hier sehen nice aus. Das gefällt mir.
Cool gemacht. Hier ist auch nochmal die gleiche Höhle, ne? Ja. Okay, ich finde den Panda jetzt hier aber auf die Schnelle nicht. Aber er könnte auch überall sein, ne? Geht's halt auch nochmal rein in die Höhle. Aber man sieht schon echt coole Ansätze. Ich glaube, dein Zoo wird mal richtig nice werden. Und hier haben wir das Löwengehege. Ich könnte mir vorstellen, dass der vielleicht hier oben irgendwo ist. Hier drin. Ich habe keine Ahnung, wo der Panda sein könnte. Vielleicht hier drin. Nee, auch nicht. Oh, ich weiß nicht, ey. Ich glaube, ich muss den gleich noch suchen, Leute. Dass wir euch rausschneiden. Ich habe gerade wirklich den Anreiz dazu, das zu schaffen. Aber Leute, ich würde sagen, das war es jetzt erstmal mit dem Zoo vom guten Dino-Metzger. Kann gut sein, dass wir uns gleich nochmal wiedersehen, wenn ich den Panda finde. Falls nicht, dann schreib es auf jeden Fall in die Kommentare, wo der letzte Panda gewesen wäre. Dein Zoo war mega cool und Leute, ihr könnt es ja auch mal in die Kommentare schreiben, wie euch der Zoo gefallen hat. Falls euch das Projekt und das Video gefallen hat, würde ich mich auch selber ein Like freuen. Falls ihr auch mal einen Zoo einschicken wollt, unten in der Videobeschreibung stehen dazu alle Infos, wie das Ganze funktioniert. Würde ich mich auf jeden Fall sehr darüber freuen. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy. Okay, Leute, ich habe jetzt nochmal eine ganze Weile gesucht. Und ich habe nochmal gesehen, wie schön einige Dinge hier sind. Also hier ist zum Beispiel der Eingangsbereich. Ich bin ja von der anderen Seite reingegangen, in diesen Unterwassertunnel. Und ich finde, der ist wirklich nice geworden. Also sieht richtig schön aus. Den hast du richtig schön designt. Aber ich habe euch natürlich zurückgebracht, weil ich habe ihn gefunden. Ich war sogar sehr nah dran beim Suchen vorhin. Er ist nämlich hier hinten der letzte Panda. Wo war er denn jetzt? Da ist er. Vielleicht hat man ihn sogar gesehen, als ich hier lang geflogen bin. Hier schön versteckt im Wasser. Ich habe ihn auf jeden Fall gefunden. Ich bin sehr stolz, dass ich ihn gefunden habe. Bin jetzt glücklich und jetzt können wir auch das Video beenden. Ich bedanke mich auf jeden Fall vielmals fürs Zusehen. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.